Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was du heute erdenkst und nicht verwerten kannst, mag morgen den Erdball aus den Angeln heben. Dieser Satz von Max Eid passt gut zu der derzeitigen Entwicklung auf allen privaten und wirtschaftlichen Ebenen und besonders auch zur Digitalisierung in der Landwirtschaft. Max Eid, Maschinenbauer, Landwirt und Künstler, gehörte zu den Revolutionären seiner Zeit, der die Mechanisierung und Rationalisierung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert vorantrieb. Mit dem Einsatz von Dampfmaschinen wurden Bodenbearbeitung im großen Stil möglich. Einsparungen von Zugtieren und Arbeitskräften war die Folge. Die Mechanisierung und Industrialisierung eroberte die Landwirtschaft. Mit der Gründung der DLG hat Max Eid diese Entwicklung maßgeblich beeinflusst, und die DLG gehört heute noch zu den führenden Kräften in der Landwirtschaft. Mit seinen Überlegungen war er seiner Zeit weit voraus. Es brauchte noch Jahrzehnte, bis die Landtechnik in allen Urproduktionsverfahren Einzug hielt. Ich gehöre noch zur Generation, die im ersten Lehrjahr das Handmelken nach der Allgäuer Melkmethode sowie das Mähen mit der Sense erlernt haben. Heute hat die landwirtschaftliche Urproduktion nur noch wenig Handarbeiten zu bieten. Mache ich dir noch was vor, mein Lieber. Im Milchviehstall übernimmt der Roboter das Melken, und die Fütterung von Schweinen und Geflügeln wird schon seit geraumer Zeit computergesteuert. GPS-gesteuerte Traktoren und Mähdrescher gehören längst zum Alltag im Ackerbau. Meine Damen und Herren, wir stehen mitten in einem Transformationsprozess, der weitere Veränderungen mit sich bringen wird. Das in den Verbraucherköpfen klassische Bild eines Bauernhofes ist längst schon ein Anachronismus. Idealisten und Museumsdörfer werden diese viel beschriebene und gleichzeitig glorifizierte Bauernhofidylle am Leben erhalten. Wer wie ich von klein auf das bäuerliche Leben vor Augen hat, der weiß es besser. Was an 365 Tagen im Kuh- oder Schweinestall romantisch oder gar idyllisch gewesen sein soll, hat sich mir jedenfalls nie erschlossen. So sehe ich in der fortschreitenden Digitalisierung in erster Linie eine Arbeitserleichterung für die Landwirte. Natürlich. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Beruf des Landwirts wird beliebiger. Wo einst der Fuß des Bauern den Boden düngte und sein Blick das Vieh mästete, übernehmen diese Aufgaben heute Sensoren und Roboter. Nicht selten verliert sich dabei der Bezug zwischen Bauern und Bauernhof. Das klassische und in der Generationskette erworbene Herrschaftswissen über seine Felder und Fluren wird, wenn erst einmal digitalisiert, jedem, der auf die Daten Zugriff hat, zur Verfügung stehen. Ob Düngestreuer oder Pflanzenschutzspritze, ob Bodenbearbeitung oder Erntetechnik, jeder Einsatz wird erfasst, optimiert, und allen Daten stehen den Landwirten via Handy oder Tablet zur Verfügung. Einerseits eine gewaltige Arbeitserleichterung. Andererseits verändert diese Entwicklung drastisch die Landwirtschaft. Wie rasant der Strukturwandel voranschreitet, können Sie in weiten Teilen Ostdeutschlands, aber auch schon in Niedersachsen und Holstein beobachten. Landwirtschaftsbetriebe mit über 1000 Hektar sind längst keine Seltenheit mehr. Anhand der Entwicklung in meinem Wahlkreis östlich von Berlin lässt sich die Zukunft auch für weitere Regionen Deutschlands erahnen. Deshalb plädiere ich für die Einrichtung eines Ministeriums für den ländlichen Raum, in dem die Landwirtschaft Teil des Ressorts wird. Ein erweitertes Ministerium für den ländlichen Raum könnte zielgerichtet einen ganzheitlichen Ansatz gegen den Strukturwandel und für die Belange der 30 Millionen Menschen in unseren Dörfern und Gemeinden verfolgen. Bei gerade einmal 600.000 Beschäftigten in der Urproduktion stimmt das Verhältnis längst nicht mehr. Die Diversifizierung dieses Ministeriums wird die Landwirtschaft aus dem ständigen Sperrfeuer der Kritik nehmen angesichts viel drängenderer Themen. Herausforderungen wie Daseinsfürsorge, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und eben auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur im ländlichen Raum betreffen nicht nur die Landwirtschaft. Doch zurück zum Thema. Der vorliegende Antrag bietet eine gute Übersicht der Chancen durch die Digitalisierung. Meine Vorgängerin hat darüber gesprochen. Ein Großteil der Überlegungen, die hier vorgeschlagen werden, hat aber bereits das Bundesministerium Ernährung und Landwirtschaft im Zukunftsprogramm Digitale Landwirtschaft formuliert und auf 6 Handlungsfelder zusammengefasst. Vom Aufbau eines Kompetenzzentrums über die Bereitstellung von Geo- und Wetterdaten bis zum Ausbau der digitalen Infrastruktur sind hier alle wichtigen Punkte genannt, die auch der Antragsteller oder die Antragstellerin in dem Falle aufgezählt hat. Im Sinne der Landwirte möchte ich besonders betonen,
dass jegliche Neuerungen im digitalen Bereich technologieoffen und netzneutral gefördert werden muss. Nur so bleiben unsere Bauern unabhängig, und auch kleine und mittlere Agrarbetriebe können an technologischem Fortschritt teilhaben. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auf jeden Fall hier noch am Rande anzumerken. Er betrifft den Datenschutz. Schließlich muss bei allen Neuerungen der Landwirt selbst entscheiden dürfen, welche Betriebsdaten er freigibt bzw. welche er verwenden möchte. Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft steht vor gewaltigen Umwälzungen. Da darf die Politik nicht außen vor bleiben. Die Handlungsfelder für die Digitalisierung der Landwirtschaft hat die Bundesregierung klar umrissen. Nun müssen wir das Bundesministerium bei der Umsetzung konstruktiv begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Hans-Georg von der Marwitz. Danke, dass Sie auch von der Allgäuer Melkmethode gesprochen haben. Jetzt muss ich mich doch noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Aus dem Unterallgäu kommend habe ich schon wieder was dazugelernt. Herzlichen Dank. Nächster Redner in der Debatte, Rainer Spiering für die SPD-Fraktion.